In den letzten Videos hatten wir uns über das Verhältnis zwischen Prozess und Workflow genauer unterhalten und herausgearbeitet, dass ein Workflow was anderes ist wie ein Prozess. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es bestimmte Anforderungen gibt an Workflow-Management-Tools und wie das Ganze jetzt konkret umgesetzt wird, wirklich im operativen Tun, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Und alle Tools, die wir heute besprochen haben, finden Sie auch unten in der Videobeschreibung. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Und wenn es Ihnen geholfen hat, freue ich mich über einen Kommentar und einen Daumen hoch. Aber jetzt springen wir rein in die Werkzeuge. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und wie versprochen schauen wir uns heute mal ganz konkret in den Tools an, wie wir unsere Prozesse bei uns in der Unternehmensberatung organisiert haben. Damit bekommen Sie einen exklusiven Einblick, wie wir Prozesse umsetzen in wirkliche Workflows und auch entsprechend auswerten und verbessern. Was Sie jetzt hier sehen, ist die Prozessmanagement Suite Adonis von der BOC Group aus Berlin, ein deutscher Ableger eines österreichischen Unternehmens. Und wir schauen uns heute mal konkret unseren YouTube-Prozess an, also wie wir die Videos erstellen, die Sie sich dann bei uns auf dem Kanal ansehen können. Der Prozess hier in der Suite ist relativ grob dargestellt. Also wir haben jetzt zuerst mal, dass wir einen Videoredaktionsplan erstellen müssen, dass wir uns also anschauen, wann soll denn eigentlich welches Video wirklich entsprechend online gehen. Wir haben dann als Ergebnis hinten dran, dass wir ein geplantes Video haben. Das ist der Output von diesem Prozess, der wiederum der Input entsprechend ist, dass ich ein entsprechendes Video-Storyboard erstelle. Das heißt, ich mache mir darüber Gedanken, über was ich da eigentlich in dem Video wirklich reden will. Wenn ich das Video-Storyboard erstellt habe, das ist hier wiederum der Output, wird das Video entsprechend aufgezeichnet mit der Kamera und dem Soundsystem. Wir haben dann entsprechend ein Rohvideo auf einem Datenträger. Das wird entsprechend gespeichert bei uns auf unseren Systemen und dann wird das Video nachbereitet. Also der Schnitt, die Grafiken und Ähnliches. Das heißt, wir haben dann ein geschnittenes und fertiges Video, was dann bereit ist für den Upload. Der nächste Schritt wäre dann hier in dem Fall, das Video zu veröffentlichen. Das heißt, das Video wirklich hochzuladen bei YouTube und entsprechend dann eben die Untertitel einzubauen, in eine Playlist einzufügen und Ähnliches. Und danach auch eben auch das Video zu promoten, das heißt in den Social Media bekannt zu geben, hey Leute, wir haben ein neues Video, schaut doch mal rein. Das Video ist dann entsprechend promoted und dann schauen wir uns natürlich auch den Videokanal, den betreuen wir. Also wenn Sie uns entsprechende Kommentare schreiben oder Likes geben und Ähnliches, dann gucken wir uns das an, entsprechend indem wir den Kanal betreuen. Auch Ihre Fragen in den Kommentaren greifen wir hier eben entsprechend mit auf. Und wir schauen uns natürlich auch, nachdem das Video einige Zeit lang eben online ist, die Video-Performance eben an, dass wir sagen, was läuft denn eigentlich gut, was interessiert unsere Zuschauer oder was war vielleicht jetzt nicht ganz so spannend, das sollten wir vielleicht eben weglassen. Hinten ran kommt dann eine für uns Videos Do's and Don'ts Liste. Das ist hier der Prozessüberblick, wie wir das Ganze eben in unserer Suite entsprechend gestaltet haben und modelliert haben. Und jetzt kann man eben schon sehen, wir sehen hier oben, mit welchen Tools tun wir das Ganze. Also Morning Fame zum Beispiel ist unser Werkzeug, mit dem wir entsprechend nach den Themen suchen, die im Bereich Prozessmanagement wirklich gefragt sind. Das hilft uns entsprechend weiter. Und AWork ist unser Workflow-Management-System, mit dem wir wirklich diesen Prozess operativ gestalten. Aber das zeige ich Ihnen gleich dann im nächsten Schritt. Dieser grobe Prozess, den kann man natürlich auch noch ein bisschen aufdröseln, indem man eine Swimlane-Diagramm entsprechend sich hier aufruft. Das ist quasi die unterliegende Prozesslandkarte in BPMN. Das heißt, wir kommen eben, dass ein Videoreaktionsplan eben fehlt. Wir legen einen Fokusbereich fest. Also um von was soll dieses Thema handeln? Geht es da mehr um Prozessmanagement allgemein oder vielleicht ein Thema der Prozessanalyse oder eben wie jetzt ein entsprechendes Workflow-Thema. Wir testen dieses Videothema entsprechend nach den Keywords zum Beispiel. Wird es überhaupt gesucht? Interessiert es überhaupt jemanden? Ist die Konkurrenz so groß, dass es kaum Sinn macht? Wir prüfen die entsprechenden Metriken in den Tools drin. Und wenn wir dann beschlossen haben, ja, es ist aussichtsreich, dass wir A, das Interesse der Zuschauer damit treffen, aber eben auch entsprechend ranken können, dann legen wir den Suchterm eben fest. Wir schreiben die entsprechenden Metadaten für das Video wie Titel und Beschreibung und ähnliche Dinge und wir legen auch fest, wann dann eben dieses Video entsprechend veröffentlicht werden soll. Und damit ist das Video dann konkret eingeplant, das ist entsprechend unser Prozessablauf.
Und jetzt kann man hier hinten auch gleich eben in den nächsten Prozess springen. Sie können sich vielleicht noch erinnern, Storyboard erstellen, geht eben entsprechend analog hier los. Wir haben ein Video, ist eingeplant, das ist der Zustand, von dem wir kommen. Wir haben den Redaktionsplan oder aber wir haben auch festgestellt, dass wir eben für ein bestimmtes Video noch entsprechende Ergänzungen brauchen, weil die Performance von dem Video nicht gut war. Das sind so die Startpunkte. Auf jeden Fall Video ist eingeplant. Ich schreibe entsprechend eine PowerPoint an. Ich formuliere darin quasi ein Intro mit dem entsprechenden Hook, dass es möglichst spannend sich anhört, dieses Video. Wir recherchieren den Inhalt dazu. Das Storyboard wird entsprechend geschrieben. Wir bauen vielleicht noch auch einen Aufruf ein, wie ein Kanalabonnement zum Beispiel oder eben andere Sachen, damit das Storyboard entsprechend fertig ist. Und dann wird das Video eben aufgezeichnet und so geht der Prozess eben durch diese ganze Reihe durch, dass wir hier einmal diesen Prozessablauf wirklich durchlaufen haben. Das war das Prozessdesign, die Prozessmodellierung. Aber damit kann man jetzt noch nicht wirklich arbeiten. Und jetzt kommen wir eben genau zu diesem zweiten Schritt, wo es entsprechend tatsächlich operativ umgesetzt wird. Das machen wir eben in unserem Tool, das heißt AWork. AWork ist eigentlich eine Software, die sich um Projektmanagement kümmert. Und wir haben hier auch eine eigene Projektkategorie zum Beispiel angelegt, das heißt eben YouTube-Redaktion. Und wir sehen eben immer ein neues Video tatsächlich als ein Projekt. Und wenn wir diesen Prozess einmal komplett durchlaufen haben, haben wir eben dieses Projekt entsprechend abgeschlossen. Man kann eben auch sehr schön hier Bearbeiter zuweisen. Man kann entsprechend Aufgaben hinterlegen und man kann vor allem auch Zeiten drauf buchen. Und das ist auch eine recht spannende Geschichte eben, dass man sich anschauen kann, wie viel Arbeitszeit ist denn da eigentlich auch wirklich in irgendwas mit reingelaufen. Gucken wir uns mal ein Thema wirklich an. Hier zum Beispiel das aktuelle Video, was wir jetzt gerade eben machen, Prozesse aufbauen mit AWork. Das heißt eben, wir haben jetzt hier unsere entsprechenden Aufgaben. Das erste habe ich schon abgeschlossen, eben wann es erscheinen soll. Storyboard erstellen und so weiter. Das kann man eben dann auch noch als Unteraufgaben hier eben auf To-Do setzen. Und man kann dann eben auch entsprechend seinen Zeittracker eben starten, wann man eben anfängt, entsprechend seine Arbeitszeiten auf dieses Projekt zu buchen. Ich beende mal diesen Tracker wieder, denn Sie werden sicherlich feststellen, dass das Ganze hier entsprechend einer Logik folgt. Wir haben Video planen, wir haben das Video erstellen, Video schneiden und nachbereiten und das Video veröffentlichen, was sich eben an dem Prozessablauf in unserem Adonis entsprechend anlehnt. Und jede von diesen Aufgaben hat eben dann auch die entsprechenden Unteraufgaben. Zum Beispiel bei Video schneiden ist es eben sehr, sehr detailliert, eben was alles zu tun ist, damit das Video wirklich zum Schluss so aussieht, wie Sie es eben gewohnt sind in der entsprechenden Qualität. Jetzt werden Sie sich überlegen, naja, muss ich jetzt jedes Mal diese ganzen Aufgaben alles selbst schreiben oder sonst irgendwas machen? Nein, jetzt kommt eben eine von diesen Stärken von AWork. Man kann eben sehr, sehr schön einfach ein neues Projekt anlegen. Indem ich hier einfach hierher gehe, neues Projekt. Ich gebe dem Ganzen einen Namen, zum Beispiel jetzt 23.01.31. Das ist immer YouTube und das Jahr, den Monat und den Tag, wann es erscheinen soll und dann zum Beispiel einen spannenden Titel oder sowas, mit dem wir entsprechend arbeiten. Und wenn wir es auch weitergehen, dann kann ich eben hier direkt eine von unseren Projektvorlagen eben wählen und damit ist auch schon das Projekt entsprechend angelegt. Ich kann auch ein entsprechendes Team zuweisen, um eben die Mitarbeiter eben auf dieses jeweilige Projekt zu setzen. Und dann kann ich noch eine Standardzeit vorgeben, zum Beispiel dieses Projekt hat bei uns immer ein Budget von 6 Stunden. Und ich kann entsprechende Deadline festlegen, zum Beispiel von heute bis zum 31.01. soll es eben entsprechend abgeschlossen sein. Und wenn wir auf die Aufgaben gehen, dann sehen Sie eben bereits angelegt, eben diese gesamten Aufgaben, die entsprechend dazu bearbeiten sind. Und damit haben wir eben diesen Workflow, dass wir der Reihe nach von oben nach unten die entsprechenden Aufgaben alle abarbeiten können und auch unsere Zeiten buchen. Mit diesen Zeitenbuchen kommen wir jetzt zum nächsten spannenden Teil, nämlich die Analyse von den jeweiligen Prozessen. Und das geht mit AWork eben super, super einfach, indem ich hier auf Zeitaufwertungen gehe und zum Beispiel die YouTube-Redaktion aufrufe. Da kann ich mir meinen Filter einblenden und sage eben nicht dieses Jahr zum Beispiel, sondern ich möchte eben wissen, wie lief denn eigentlich im letzten Jahr unser gesamtes YouTube-Thema. Und da haben wir eben insgesamt 53,8 Arbeitstage eben reingesteckt. Sie sehen, wir haben sehr, sehr viele Videos gemacht. Alle die, die Sie bei uns auf dem Kanal eben finden. Und was heißt jetzt das Ganze? Ich kann mir das jetzt sehr, sehr schön einfach exportieren
als eine Excel mit den Rohdaten. Und dann kommen wir schon auf dem, ist schon fertig, geht ganz schnell. Und dann kommen wir eben zu dem gesamten spannenden Teil, den Sie gleich sehen mit der Prozessanalyse. Das ist eben der große Vorteil, dass wir alle unsere Aufgaben und Projekte eben nach dem Standardnamen vergeben haben. Sie sehen hier zum Beispiel immer YouTube, dann das Jahr, den Monat, den Tag und dahinter eben den Titel von dem jeweiligen Video. So, hier sind jetzt sämtliche Zeitstempel eben drin, wo auf die jeweiligen Aufgaben die entsprechenden Zeiten gebucht sind. Und für so ein ganzes Jahr kommt da auch schon mal einiges zusammen. Das können Sie ja sicherlich hier sehen. Jetzt geht es am einfachsten, indem wir uns eine entsprechende Pivot-Tabelle und auch einen Pivot-Chart dazu einbauen, damit wir die ganzen Zeiten mal ein bisschen genauer analysieren können. Wir gehen hier oben rein, fangen von der ersten Zelle bis zur letzten. Ziehen wir hier unser Chart runter. Okay. Was uns jetzt interessiert an der ganzen Geschichte ist zum Beispiel, wir möchten wissen, wie waren denn die Projektnamen zum Beispiel und wie lange haben sie denn eigentlich gedauert? Und das Ganze kann man noch ein bisschen schöner darstellen, indem wir hier einfach das Zahlenformat wählen und nur mit zwei Nachkommastellen. Und hier drüben haben wir auch dazu gleich unser Chart. Das machen wir ein bisschen größer, damit wir da auch was sehen. Und jetzt fällt uns eben auf, dass wir hier sehr unterschiedliche Dauern haben von der Arbeitszeit, die in die jeweiligen Videos eben reingeflossen ist. Und nachdem wir unsere Videos entsprechend durchgängig strukturiert benannt haben, fangen sie eben im April an und gehen eben der Reihe nach bis zum Ende des Jahres. Und hier sind einige ordentliche Spitzen drin, wo man sagen, naja, 16 Stunden für ein Video, das ist aber schon ziemlich lange. Was ist denn da eigentlich wirklich passiert? Und wenn man das Ganze jetzt etwas genauer analysieren möchte, kann man eigentlich das sehr schön machen, indem wir jetzt nicht den Projektnamen hier wählen, sondern indem wir zum Beispiel die Aufgaben uns anschauen, was dort wirklich entsprechend gebucht worden ist. Da gehen wir einfach in die Taskname rein und dann sehen wir eben genau, für welche Aufgaben ist dann eigentlich wie viel Zeit verwendet worden. Und wenn wir das Ganze noch absteigend sortieren, nach der entsprechenden Dauer, dann sehen wir eben, dass die meiste Zeit eben verwendet wird für den Videoschnitt. Aber, und das war für uns eben eine ganz spannende Erkenntnis, die Untertitel haben ziemlich lange Arbeitszeiten gedauert und es konnte sich keiner erklären, was dauert denn eigentlich bei Untertiteln für Videos so wahnsinnig lange. Und um sich das jetzt genau anzuschauen, was da wirklich passiert bei diesen Untertiteln, kann man das Ganze eben entsprechend umbauen. Wir gehen hier rein als Filter und nehmen wieder unseren Projektnamen und gucken uns hier oben ein bei den Untertiteln, was ist denn da eigentlich genau passiert. Und jetzt sehen wir eben, dass hier diese Videos, Sie sehen es hier im Chart sehr deutlich, lange Bearbeitungszeiten bei den Untertiteln hatten und auf einmal bricht es ab. Und was ist da passiert? Wir haben uns am Anfang mit einer anderen Software gearbeitet und wir legen großen Wert auf saubere Untertitel. Also dass die von der Rechtschreibung her und von der Interpunktion her korrekt sind, das ist uns sehr wichtig. Und deswegen haben wir da am Anfang ziemlich viel Arbeitszeit reingewendet, um saubere Untertitel zu erstellen. Und vor allem hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt auch noch Untertitel komplett auf Englisch übersetzt. Wir haben dann aber festgestellt, dass unsere Videos im englischsprachigen Raum eigentlich nicht wirklich konsumiert werden. Und deswegen haben wir A, die Software gewechselt. Wir können unsere Untertitel jetzt sehr, sehr viel leichter und schneller eben entsprechend erzeugen. Und B, wir haben die händische Übersetzung weggelassen eben in die englische Sprache. Und damit sieht man eben genau, das war ein Teil von dieser Prozessanalyse. Was passiert da eigentlich? Untertitel dauern irrsinnig lange. Hier haben wir auch zwei Spitzen drin. Das waren eben zwei sehr lange Videos. Deswegen hat es da auch sehr viel Arbeit bei den Untertiteln gegeben. Aber letztendlich haben wir dann aus dieser Analyse heraus entschlossen, wir machen sie nur noch auf Deutsch und wir machen es mit einer anderen Software. Und damit sehen Sie eigentlich, wie wertvoll es wirklich ist, wenn man strukturiert in seinen Workflows, in seinem Workflow-Management-System arbeiten kann, weil das die Basis ist für die entsprechenden Analysen eben in diesen Workflows. Ich freue mich aufs nächste Video.
Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Schalten Sie wieder ein. Und wenn es für Sie hilfreich war, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.